Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja, wir sind heute wieder im ETS 2 unterwegs im Multiplayer auf Simulation 1. Und ja, wir fahren heute weiter die Fracht von Mailand nach Florenz. Wir haben immer noch 22 Tonnen geladen und zwar leere Paletten. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, könnt ihr den gerne jetzt anschauen. Dazu einfach das gestrige Video anklicken. Da sind wir den ersten Teil gefahren. Ja, wir fahren jetzt weiter. Wir haben noch 150 Kilometer. Und ja, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen. Und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen, weil ich werde jetzt, jetzt diese Woche werde ich nochmal live sein. Und ja, um das nicht zu verpassen, weil ich noch nicht genau weiß, wann, um das nicht zu verpassen, gerne die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und ja, wenn ihr einen 5M-Server sucht, einen RP-Server, könnt ihr gern zu EasyPlay kommen. Das ist ein Server, ein RP-Server. Da sind noch nicht so viele Leute da oben, aber wenn es gut läuft, sind da am Server 16 Leute da oben. Also ist eigentlich schon gut. Für das, dass es den Server noch nicht mal so lang gibt. Genau. Wenn ihr da Bock habt, einfach joinen. Bei 5M einfach EasyPlay eingeben, dann findet ihr den. Ansonsten werde ich euch jetzt noch erzählen, warum jetzt nur noch nächste Woche tägliche Videos kommen. Und zwar, ich fange am 1. September mit der Ausbildung an. Das ist nächste Woche am Dienstag. Fange ich mit der Ausbildung an. Ja, am 1. September. Und deswegen werde ich nicht mehr so viel Zeit haben, um Videos aufzunehmen. Deswegen werde ich dann übernächste Woche bloß mehr 4 Videos pro Woche hochladen, und zwar am Montag ein LS19 Video, am Mittwoch ein ETS2 Video, am Freitag ein LS19 Video und am Samstag ein ETS2 Video wieder. Genau. Das werde ich jetzt dann erstmal übernächste Woche so machen. In der nächsten Woche die Videos werde ich vorproduzieren. Deshalb, wenn da nicht die aktuellen News drinnen sind, Neuigkeiten, dann ja, liegt es einfach daran, weil ich vorproduziert habe. Für nächste Woche muss ich halt 5 Videos vorproduzieren. Montag bis Freitag die Videos produziere ich vor. Und dann das Samstag-Video ist wieder dann ein aktuelles Video, weil ich das dann erst am Freitagabend aufnehme. Genau. Ansonsten, ja, wie gesagt, übernächste Woche werden 4 Videos nur noch kommen und dann eventuell halt, wie es ich dann zeitlich schaffe, entweder werden es dann noch weniger Videos oder es werden dann wieder mehr. Wie es ich halt zeitlich dann immer schaffe, muss ich jetzt dann schauen übernächste Woche, wie es ich dann die Videos, wie ich die aufnehme, wie es ich dann halt schaffe. So, und ja, wir fahren ja gerade in Italien. Da bin ich sehr, sehr selten unterwegs. Sieht man jetzt auch wieder. Ich habe da wieder gar nichts erkundet. Ja, okay, was sind das für Pfeile in Italien? Ja, da habe ich einfach noch nichts erkundet. Da, aber jetzt erkunden wir ja. Wir werden dann weiter runter nach Italien fahren. Ja. Und ja, die ETS-Videos werden wieder kürzer. Also, wie gestern und heute das. Nicht so lang, weil ja, ich das zeitlich nicht schaffe. Ich muss jetzt vorproduzieren. Am Wochenende bin ich auch nicht daheim, weil ich da nochmal bin. Das erzähle ich euch eventuell noch. Weiß ich aber noch nicht. Ja. Deshalb muss ich jetzt vorproduzieren, deswegen werden die Videos wieder kürzer. Oder bleiben kurz, sage ich jetzt mal. Und aber alle 19 Videos werden so 20 Minuten jetzt. Also. Wir dreschen da gerade die Felder. Wer das noch nicht gesehen hat, gerne abchecken. Dazu einfach das Video am Montag abchecken. Genau.
Achso, wir haben jetzt noch 32 Kilometer. Das schaffen wir auch noch. Ja. Und ansonsten werdet ihr rechts halten und ja, dann die eine Ausfahrt Benachrichtigung rechts bekommen, wenn nehmen. ich live bin, wenn ihr die Glocke aktiviert habt. Ansonsten Nun bekommt die ihr keine Ausfahrt rechts. Benachrichtigung. Deshalb nochmal schauen, ob die Immer Glocke aktiviert ist, geradeaus. damit ihr nichts verpasst. So, 60 ist ja okay. So, da vorne sehen wir schon Florenz. Da müssen wir auch hin. Aber davor kommt jetzt noch eine Maut. Wie viele Spieler sind denn hier? Okay, ich alleine immer noch. Ja, Italien fahren nicht so viel. Eigentlich fast gar keiner. So. Oh, wir haben Florenz entdeckt. So. Dann müssen wir jetzt hier rechts runter. Und dann Rechts sind wir schon halten in und dann Florenz. die Ausfahrt rechts nehmen. Oder besser gesagt, sind wir jetzt schon in Nun Florenz. die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So, oh, da müssen wir schon links. So. Dann müssen wir jetzt die nächste rechts. Demnächst rechts abbiegen. Einmal jetzt rechts. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus und dann links abbiegen. Was Biege sind nach denn das für links ab. Strecken hier? Dauernd abbiegen. Bitte rechts halten. So, Am jetzt in den Kreisverkehr Kreisverkehr rein. erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So, jetzt nochmal Biege nach links. links ab. Okay, aber jetzt sind wir dann auch schon da. Da vorne ist sogar einer. Okay, das ist auch der einzige hier in der Umgebung. Tor Es öffne ist dich. vorbei. So, wo müssen wir jetzt hin? Dahinter irgendwo. Ja, da. Ja, dann würde ich auch schon wieder sagen, war's das mit diesem Video. Morgen um 16 Uhr kommt das nächste Video. Ja, wieder ein ITS-Video. Bis dahin. Ciao. We'll be right back.